Ja, moin! Herzlich willkommen hier zu diesem halbwegs sonnigen Tag in Gladbeck zum Ready to Rock Festival Nummer 5. Ihr hört im Hintergrund, proben schon fleißig die Blind Pilots den Soundcheck. Die haben mir gestern schon ein bisschen aufgebaut. Das ist eine Hammerbühne, eine Hammer-PA, einer Tontechniker, super Backstage-Bereich. Also wenn es auch die Leute kommen, kann es eigentlich nur ein gelungener Abend werden. Bis später und viel Spaß beim Ready to Rock. Den besten vorne weg zu rauszuhauen. Ja, ich begrüße euch alle herzlich zum Ready to Rock Römisch 5. Wir haben mit Arabisch 1 angefangen, Arabisch 2 weitergemacht, seitdem sind wir Römisch. Warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall begleite ich euch mit meinen intellektuellen Ausführungen durch den weiteren Abend, weil ich habe mir was zu den Bands aufgeschrieben und zu der Geschichte des weiblichen Rinds in Europa sowie zu einer U-Boot-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg. Beliebig kann ich auch aus Effie Gries zitieren, falls jemand wirklich jetzt nicht mehr weiter weiß. Ich habe nämlich mein altes Deutschbuch wiedergefunden, wo drin steht, ich hätte es am 17. Juni 2006 abgeben müssen. Also ist ja niemand verheißen, wer hier, deswegen alles gut. Ah, nein! Ich heiße nicht Dominik Nagler. Ja, ich habe mir auch zu Event was aufgeschrieben, aber zu DVD habe ich gedacht, das ist Punk, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil es einfach gut ist. DVD sind eine sehr tolle Band, wir sind sehr gut mit ihnen befreundet. Sie sehen auch noch verdammt gut aus, das kommt noch dazu und es ist einfach Punk, es ist wild, es ist gut, es ist laut und ich hoffe, ihr begrüßt sie mit einem freudigen Applaus. Ich freue mich sehr, dass ihr
hier sind wir von Ihnen für heute am Ready to Rock! Würdest du den Abend mit einem Wort beschreiben? Attacke! Okay! So, eine kurze Frage an die kleinen Pilots, die das Ganze hier ja mit organisieren. Seid ihr zufrieden bislang? Ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, wer mit Philipp ist, aber ich bin zufrieden. Ich auf deinen Linsen. Warte mal. Ah, jetzt geht's wieder. Die ganzen Interviews abgeblieben, die sonst immer stattfinden mit den vorhandenen Bands. Ja, ganz kurz erklärt, mir ging es einfach an dem Tag hundsmiserabel, ihr habt es vielleicht gelesen auf meiner Seite. Lebensmittelvergiftung hat mich zwischenzeitlich ziemlich ausgenockt
Und deshalb habe ich auch nicht alle Bands leider Gottes filmen können. Also mir sind da zwei Bands leider Gottes durch die Finger gerasselt. Und zwar waren das Handle With Care und dann die großartigen Razzmatazz. Ja, Entschuldigung an dieser Stelle an die beiden Bands. Ich gelobe Besserung, wobei, naja, Lebensmittelvergiftung, kann man nichts dran machen. Ich muss halt des Öfteren mal pausieren. Okay, gut, dann noch viel Spaß. Es kommen noch einige Live-Schnipsel von den Kameras der Blind Pilots. Die haben den ganzen Abend nämlich auch fleißig mitgefilmt. Und dann sag ich mal, viel Spaß und wir sehen uns am 11.05. im Café Checkpoint in Düsseldorf zusammen mit den Blind Pilots wieder. Und eine kleine Überraschung, es wird höchstwahrscheinlich mitspielen nach uns Dean Blues. Richtig, ihr kennt den Namen, die Blockshow. Der Moderator ist gleichzeitig auch Musiker und wird uns dort die Ehre geben, ein paar Stücke zusammen zu spielen. Vielleicht werde ich ihn ja dann interviewen. Wer weiß. Wir sehen uns 11.05. Checkpoint Düsseldorf. Ciao. We'll be right back.